Willkommen zurück zur 31. Folge des Let's Play Civilization 3. Ich bin der Mitgezwitschert und wir sind auf unserem Kontinent in den letzten Folgen sehr erfolgreich gewesen. Wir hatten einen Krieg gegen drei Zivilisationen, die Engländer, Franzosen und Russen. Inzwischen haben wir alle diese drei Zivilisationen ziemlich weit zurückgedrängt. Die Engländer verfügen noch über so einige Städte. Die Franzosen gibt's schon nicht mehr und die Russen haben sich mit einer Stadt hier ganz ins westliche Eck zurückgezogen und den Krieg gegen uns eingestellt. Ja, und jetzt gilt es nur noch, quasi die Engländer so weit zu bringen, dass sie den Krieg gegen uns beenden oder sie aufgeben und wir alle Städte zerstört haben. Mir ist es eigentlich ganz egal, welche Variante. Ich habe auch nichts dagegen, eine Zivilisation noch übrig zu lassen, so dass sie noch erhalten bleibt. Auch wenn sie mir viel Ärger gemacht haben, diese Engländer, bin ich doch nicht nachtragend. Wie ihr seht, sind wir inzwischen auch in den modernen Zeiten angekommen. Die Städte sehen sehr futuristisch aus. Viele Hochhäuser, viele Skyscraper. Und wir fahren hier mit Flugzeugträgern durch die Gegend und mit Schlachtschiffen. Ja. Und natürlich werden die Angriffe gegen die Engländer direkt fortgesetzt. Und wir feiern direkt wieder Erfolge und nehmen die nächste Stadt ein. Der nächste Bauauftrag ist wieder einmal das Gerichtsgebäude. So, und hier haben wir noch Siedler abzusetzen, um weitere Städte zu bauen. Und ich habe mir überlegt, dass das hier noch eine ganz gute Position wäre. Wenn ich mich nicht irre. Und ich lasse hier die ja, die Infanterie mitliegen. Und dann wollte ich ja hier noch eine Stadt bauen auf der Insel, wo noch etwas Platz war. Und ich kann mir jetzt schon wieder einfallen lassen, wie ich die Städte nenne, weil ich da immer so Probleme habe, mir einen Stadtnamen auszudenken. Eieiei. Die fiesen Engländer haben mir einen Arbeiter geklaut. Ist die Fabrik fertig? Ja, jetzt weiß ich nicht genau, was ich bauen soll. Ah ja, oh, ich kann jetzt Kohlefabriken bauen, weil offenbar meine Verbindung zur Kohle vorhanden ist. Da können wir gleich mal gucken gehen. Dann baue ich doch so eine Kohlefabrik, obwohl das natürlich mega umweltverschmutzend ist. Aber meine Arbeiter sind ja auch ganz fleißig und versuchen diese Verschmutzung so schnell wie möglich wieder aufzuheben.
Oh, meine Stadt wächst schon nicht weiter. Das ist ein Problem. Ich will ja eigentlich schon, dass Potsdam noch ein bisschen größer wird. Und die moderne Musik fängt wieder an. Und gleich in diesem Moment bekommen wir auch Advanced Flight als Technologie hinzu. Und wir können jetzt Helikopter bauen, welche zwei Einheiten tragen können. Einheiten wie zum Beispiel diesen Paratrooper. Die beide Sachen oder ja, weiß ich gar nicht genau. Ich habe die eigentlich noch nie so wirklich ausprobiert. Diese Sachen, diese Einheiten. Tja, vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Sehr gut. Wir machen weiter mit Spaceflight, weiß ich gar nicht. Schauen wir mal, was noch so auf dem Big Picture ist. Atomkraftwerke können wir auch bauen. Oder hier moderne Panzer. Mech Infantry. Ah, das ist doch schön. Genau. Wissenschaft nochmal erhöhen. Ich glaube, das ist das, was wir wollen. Wobei hier auch schöne Sachen sind. Zum Beispiel die Solar Factory. Und ein Transitsystem, welches die Verschmutzung verringert. Genauso wie Recycling, welches die Verschmutzung verringert. Das sind auch gute Sachen. Und hier gibt es auch den modernen Panzer. Ja, ich glaube, ich werde erstmal hier in diese Richtung forschen. Genau, da gibt es ja noch einiges zu holen. So, sehr schön. Mit unserem Boot fahren wir wieder zur nächsten Stadt, der wir dann ein wenig zusetzen werden. Hier schippern immer noch diese uralten Schiffe rum. Die könnte ich jetzt langsam mal ins Museum stellen. Ah, das ist schön. Hier kann ich die ganzen Kavallerien aufwecken und schicke dann diese beschädigte Kavallerie einfach in die Stadt. Die kann sich da verschanzen und alle anderen können wieder zum Angriff übergehen. Und schon ist auch die Stadt Warwick meine Stadt. Und wir bauen wie immer ein Courthouse. Und dieser Reiter kann auch dort regenerieren.
mal eben daneben geklickt. Nicht Panzer, sondern ein Courthouse. Du kannst dich auch mal eben regenerieren. Ja, da müssen wir eine Einheit stationiert lassen, aber dafür können wir mal nach Leeds gehen und hier die ganzen Einheiten aufwecken. Die Fünfer werde ich hier mal befestigen. Und die anderen schicke ich nach The Mumbles. Und ihr geht ab nach Dover, die aktuelle Hauptstadt der Briten. Solange sie noch in der Lage ist, anzugreifen. Nein. Nicht anzugreifen, sondern generell noch zu bestehen. Ja, Cambridge verteidigt sich auch sehr wacker. Aber Liverpool konnte sich nicht länger verteidigen. Es geht also auch hier zack auf zack. Okay, hier könnte ich jetzt eine Stadt bauen, aber ich würde hier zwei Felder überschneiden. Was jetzt auch nicht so wild ist. Können natürlich noch eins runtergehen. Nach hier. Da würde ich auch zwei Felder überschneiden. Von daher macht es eigentlich kaum einen Unterschied. Hier wäre auch noch eine Option. Da würde ich auf jeden Fall kein Feld überschneiden. Aber ich wäre halt ziemlich in den Bergen. Aber ich käme noch ans Aluminium. Das wäre natürlich auch eine gute Sache. Ja, ich versuche es mal dort. Ja, da war noch eine Stadt mit Unruhen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich komme noch mal dran nach meinen Arbeitern. Da komme ich noch mal an die Reihe. So, dass ich die Stadt mit Unruhen noch in Ordnung bringen kann. Köln. Jetzt gar nicht gesehen, dass er irgendwas gemacht hat. Ist es noch was? Noch eine Stadt eventuell. Scheint mir nicht so. Gut. Ja, doch, hier ist ja noch einiges zu bewegen. Und dann war es jetzt aber auch mit der Runde und die Gegner sind wieder dran. Kommt mir so ein bisschen so vor, als wenn die Einheit da befestigt wäre. Hier ist die Fabrik fertig. Können wir ein Wasserkraftwerk bauen? Das ist gut. Schon zwei Städte wo. Ah, mal schauen, was wir wieder bauen können. Am Palast. Ja, viele Optionen haben wir nicht. Eigentlich nur diese hier. Dann werden wir das tun. Das sieht da schon wunderschön aus, unser Palast. Hier ist der Thron drin. Zwei Städte mit Unruhen. Schauen wir mal, ob wir die finden. Auf die Schnelle. Da. Zum Glück kann man ja Unruhen auch ganz gut erkennen. An den Flammen über den Orten.
Ja, und hier war ja noch diese Einheit, die können wir mal entfestigen. So, hier ist Hastings. Das ist die eine Stadt, weil ich nicht mehr drauf geklickt habe. Ja. Selbst schuld, selbst schuld. Hier stehen auch ganz viele Einheiten rum. Hier habe ich auch mal aufgeweckt. Hier in Coventry sieht es auch danach aus, als wären da Einheiten ohne etwas zu tun im Schlafmodus. So, aber eine zweite Stadt. Genau, hier ist eine zweite Stadt. Und hier können wir jetzt mal gucken. Ja, hier ist die Kohle. Die ist jetzt erschlossen und Kohlegrube hat jetzt die Ressource Kohle auch mit erschlossen und wir können diese Ressource abbauen. Ja, dann mal los mit den ganzen Einheiten hier. Auf zum Angriff. Können wir mal diesen Ritter angreifen? Der verteidigt sich ganz hervorragend. Aber schließlich hat es die Kavallerie doch noch knapp geschafft. Schicke ich jetzt gleich mal nach York zum Regenerieren. Dann kann ich aber auch beide Einheiten in York aktivieren. Und hier kann ich mir die Arbeiter wiederholen, halt, die hier gerade in meinem Gebiet rumstehen. Sehr schön. Und gleich wieder zum Angriff übergehen. Wobei ich könnte das hier vielleicht auch mit Cambridge mal versuchen. Und die kann ich wieder automatisieren. Ab nach Cambridge. Kann auch direkt angreifen. Was für ein wackerer Spearman. Aber das war's dann auch. Auch diese Stadt ist nun erobert. Ja, The Mumbles fällt als nächstes, würde ich sagen. Da war der Spearman wieder erfolgreich. Ja klar, der Bogenschütze hat natürlich schwache Verteidigungsfertigkeiten. Aber auch The Mumbles war als Stadt zu holen. Sehr schön, und wir sehen unser Output an Einkommen erhöht sich langsam. Mal gleich automatisieren. Hier wollte ich die Stadt bauen. Ah, ja, wie wollte ich sie nennen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich die Stadt benennen wollte. Ja, und uns gingen ja langsam die Städtenamen aus. Aber jetzt fällt mir Cuxhaven ein. Gut. Das wäre schon erledigt. Gleich mit einer starken Verteidigungseinheit versehen. Was ich noch machen könnte jetzt als nächstes, wäre nochmal zu gucken durch die ganzen Städte, wie es denn aussieht mit mit einer großen Bevölkerung und einem schwachen Arbeitsvolumen. Hier zum Beispiel ist das Courthouse noch nicht fertig. Da kann ich ruhig mal Hurry drücken. Ja, da gibt es so einige.
Ah, okay, die Stadt ist noch zu kurz eingenommen. Da gibt es noch Resistor. Da klappt das noch nicht. Aber hier in Birmingham müsste das schon klappen. Coventry soll natürlich keine Infanterie bauen. Wir wollen auch hier ein Courthouse bauen. Und hier haben wir schon das Courthouse gebaut. Genau. Ja, aber die Library können wir durchaus auch hurryen. Denn die sorgt ja direkt für mehr Kultur und für die Ausbreitung in die Fläche mit dem Stadtradius. Also drücke ich hier überall mal auf Hurry. Meine Güte, für die Library braucht es auch nur einen einzigen Einwohner, der da gar geopfert wird. Das ist ja gar nicht mal so wild. Hier steht es auch, ist auch bitter nötig, ist schon alles in Benutzung. Dass da sich mal der kulturelle Radius erweitert wird. Ja, das war eine gute Idee. Ja, hier geht es ein bisschen langsam voran. Hier hatte ich, glaube ich, schon drauf gedrückt. Gut, wie schaut es weiter aus? Kann ich auch mal beim Aquädukt Harry drücken? Weil was soll's? Was braucht die Stadt? Die braucht ja nicht weiter wachsen können. Während wir auf das Aquädukt warten, dann können wir auch gleich Harry drücken und die Größe oder die Stadt entwickelt sich ja wieder von alleine in die Größe, die wir schon hatten. New Nottingham soll natürlich auch zuerst mal das Courthouse bauen. So wie es Gloucester schon tut. Und Leicester auch. What? Ach so, ja, genau. Da sind zu wenig Einwohner. Da klappt das nicht. Leider. Aber in Richmond klappt es knapp. Na, hier klappt es noch nicht. Die sind auch zu klein, die Orte. Hier den Riffleman gleich mal rausnehmen. Da soll ein Courthouse gebaut werden. New London ist auch schon eine Weile in meinem Besitz. Gut, da ist die Stadt wieder nicht groß genug. In Grozny klappt das auch. Natürlich nicht das Aquädukt. Ja. Hier kann ich das auch machen. So, wie schaut's aus? Ist das jetzt überall erledigt? Die Städte hier, die haben's ja. Die haben's ja bald. Ich kann ruhig mal draufdrücken. Auch hier. Es ist keine so schlechte Idee. Oder hier in Minsk. Ja. Ansonsten wird hier auch viel fertig gleich. So, was haben wir noch vergessen? Leicester ging noch nicht. Es sind noch Orte, wo ich das vergessen habe. Hier Ruin geht noch. Oh, das andere sieht alles schon sehr gut aus. Genau, da habe ich überall schon drauf gedrückt. Straßburg fehlt noch. Gut.
Gut, gut, gut. Gut, gut, sehr gut. Sehr gut. Berwick, ja, zu wenig Einwohner. Hier werden noch Resister sein, na klar. Aber vielleicht in Leeds nicht mehr. Zwar runter auf einen Einwohner, aber meine Güte. Exeter genauso. Ja, hier können wir das auch noch machen. Die Städte sind zwar gerade erst eingenommen, aber sie haben jetzt schon zu dem größten Teil keine Resister mehr. Da können wir das durchaus machen. Und dann können wir gleich nochmal auf die anderen Kontinente gucken. Diese Städte wachsen ja ganz gut, genauso wie hier. Kann ich auch mal einhurryen. Kein Problem. Das Ding ist jetzt fertig. Ja, hier kann ich auch mal vier hurryen. Wächst ja auch gleich wieder die Stadt. Ja, und hier waren ja noch ein paar Städte. Trier kann man durchaus machen. Dann können die auch endlich mal ihren Radius ausbreiten. Die Städte sind schon ganz gut dabei. Das muss die Stadt hier wieder alleine schaffen. Ist aktuell noch zu wenig Wachstum da. Ja, die ist auch noch. Das ist alles noch zu klein, da können wir das noch nicht machen. Gut. Wie schaut's aus? Die Einheiten hier können ja alle nach Norden. Alles, was hier übrig ist, nach Canterbury und so. Die kann auch direkt wieder angreifen. Können sie noch regenerieren? Die kann da einfach bleiben. Auf zum Angriff. Die letzten vier Städte der Engländer, die wir hier noch haben, die werde ich auch in dieser Episode noch holen. Oder zumindest versuchen, sie zu holen. Ist natürlich keine Garantie, dass das auch klappt. Aber ich bin ja hier immer noch sehr gut versorgt mit Kavallerien. Und ich sehe auch, dass ich es zum richtigen Zeitpunkt eingestellt habe, weitere Kavallerien zu bauen. Oh, nur eine Verteidigungseinheit. Ach so, okay, noch eine weitere, aber nur ein Spearman. Aber auch der schlägt sich wieder mal sehr wacker. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, dass sie sich sehr gut machen, die Spearmen. Kann ich hier die Runden nur aussetzen? Ja, jetzt werden natürlich hier die ganzen Gebäude fertig. Dann kann ich auch direkt die Universität als nächstes angehen. Beziehungsweise da, wo das Courthouse gebaut wird, eben noch eine Library angehen. Viel Geklicke. Wird das jetzt? Aber das ist ja notwendig. Hier erstmal die Library. Wobei ich mal gucken oder mal drauf achten könnte, wie groß die Städte schon sind, weil dann könnte ich gegebenenfalls schon ein Aquädukt bauen.
Beziehungsweise wenn die schnell wachsen, so wie das hier der Fall sein könnte, aber die Stadt hat ja. Die hat ja einen Fluss. Na, hier kann ich das Aquädukt in Angriff nehmen. Auch ein Fluss, den sieht man kaum. Hier ist auch eine Factory wieder fertig geworden. Ja, das ist ein bisschen nervig. Muss ich ehrlich gestehen. Das Geklicke. Es wäre natürlich schön, wenn man irgendwie so ein paar Regeln einstellen könnte oder sowas. So irgendwie bau zuerst das Courthouse, dann bau die Bibliothek, dann bau eine Universität und so weiter und so fort. Solche Regeln wären schon ganz cool. Und irgendwie, wenn du Bevölkerungsstufe 4 erreichst und noch weiter wächst, dann kannst du auch schon ein Aquädukt in Angriff nehmen. Dann könnte man sich das ganze Klicken sparen. Aber die Möglichkeit gibt es leider nicht. Von daher müssen wir das jetzt über uns ergehen lassen? Kommen wir leider nicht dran vorbei. Da hätte ich auch schon ein Hospital bauen können. Ja, es nimmt gar kein Ende. Es ist schon das zweite Mal, wo ich mich jetzt verklickt habe. Hier wird gefeiert. Das ist doch schön. Und hier ist schon die Uni fertig, aber das ist ja auch eine Stadt, die relativ im Kerngebiet noch ist. Gerade bei den Städten, die hier weiter außerhalb sind, da freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn es da vorangeht. Also die Städte, die im auf den Inseln sind oder einfach auf dem anderen Kontinent sind. Klar, die müssen natürlich auch erstmal ihr Standing da bekommen. Und das ist ja auch nicht so einfach. Also, meiner, die Amis und die Römer gucken mich ja irgendwie schief an. Ich weiß nicht warum oder was die für ein
Problem mit mir haben. Aber irgendwie scheinen die mich nicht zu mögen. Oh, es ist endlich geschafft. Aber erste Amtshandlung, erstmal gucken, wo wir falsche Sachen gebaut haben. Hier ist zum Beispiel Nottingham ein Panzer. Die Jets sind in Ordnung. Irgendwo bestimmt noch ein Panzer sein. Habe mich mal zweimal verklickt, genau. Und in Brest. Also eine englische und eine französische Stadt. Wird sich ja wohl finden lassen. Gut, das ist jetzt nicht ganz so einfach. Weil man leider keine Bilder hat. Wo steht Panzer? Hier steht Panzer. Und hier können wir als nächstes eine Library angehen. Und dann war das noch in einer englischen Stadt Nottingham. Können wir gleich weitermachen. Da, wo die Resister schon weg sind. Wo ist Nottingham? Ne, das ist Unsinn. Norwich. New Nottingham. New Nottingham is false Nottingham. Da ist Nottingham. Auch schon relativ groß. Gut. Ups. Jo, auch Dover ist unser. Dabei finde ich es gar nicht so doof. Und kurz regenerieren. Sie bauen irgendwie äußerst zackig. Katapulte in ihren Hauptstädten. Sagen. Auch Canterbury konnte sich nicht lang halten. Courthouse. Und dann könnt ihr auch nach Bristol. Wobei die Einheit, die ich gerade befestigt habe in Canterbury, die hätte ich auch direkt nach Bristol schicken können. Jetzt kommen wieder die Arbeiterhorden, die fleißig weiter ausbauen. Und natürlich Pollution reinigen. Reinigen. Genau, ich gucke hier nochmal rein. Die kann ich wieder aktivieren. Und diese Einheit kann. Ach, das geht gar nicht. Schau an. Aber vielleicht kann ich hier noch einen rüberbringen. Genau, das geht. Ab nach Bristol. Ist jetzt hier unten noch was übrig? Nein. Nur noch die beiden Städte da oben. Kann ich auch direkt mal Bombardement einsetzen. Hat sogar was gebracht.
hoch nach Bristol alle. Und Ipswich. Oder IP-Switch, wie ich das gerne nenne. Ja, die können leider nicht mehr angreifen. Da gibt es immer noch die Möglichkeit, jetzt gleich für die Engländer Frieden mit Mesh zu schließen. Wenn die Runde um ist, aber irgendwie tun sie genau das Gegenteil von Frieden. Und greifen direkt mal an. Disorder in Nottingham. Ja, jetzt kommen die anderen Städte, wo ich Coventry auch, wo ich das Courthouse noch gebaut habe. Wieder viel Pollution. Ja, hier ist jetzt auch alles fertig, bis auf die Fabrik. Und in Köln. Das war ein Schuss in den Ofen. Aber ich kann direkt mal gucken, wo jetzt hier Unruhen ausgebrochen sind. Das kann ich gleich mal beheben. Diese beiden Städte und Köln. Ich weiß gar nicht, wo Köln liegt. Irgendwo im Kernland. Nee, nicht so wirklich. Ist ja auch mit Ö. Ist ja nicht Cologne. Das alles erledigt habe, werde ich die ganzen Bootseinheiten, obwohl, nee, dann werde ich erstmal die ganzen Kavallerie rüberfahren. Sehr schön. Auch diese Stadt ist erobert. Ja. Last but not least, Bristol. Und jetzt werden auch endlich mal Schienenverbindungen gebaut. Habe ich auch gerade im Augenwinkel erkannt. Das kann ich dann mit den Kavallerien machen. Die kann ich alle rüberschicken. Also hier kann ich ja nichts mit denen anfangen. Bristol wird jetzt die letzte Stadt sein. Genau, und hier wollte ich noch irgendwo eine Stadt errichten. Und du kannst schon mal hierher fahren, zum Beispiel hier nach Dover, wo so viele Einheiten schon rumstehen und regenerieren. Und jetzt ist auch die Runde wieder um. Jetzt ist die letzte Möglichkeit, liebe Engländer. Letzte Möglichkeit. Ja, greift mich noch an. Letzte Möglichkeit, Frieden mit mir zu schließen. Hier ist die Universität fertig. Gleich das Hospital angehen. Wieder verklickt.
Grow Zero, wir brauchen hier. Oh, ist ja gar nichts mehr möglich an Wachstum. Ja, wir brauchen eine andere Staatsform, damit wir hier weiter wachsen können, schätze ich mal. Kann ich auch Paratrooper bauen? Und Helikopter. Civil Disorder in Mainz. Ab nach Bristol. Da reicht's auch schon. Brauchst du gar nicht mehr weiterfahren. Hier ist das erste Flugzeug fertig. Zack. Ja, ich hatte ein bisschen Disorder und einen falschen Bauauftrag. Keine Ahnung wo. In Mainz hatte ich Disorder. Hatte ich noch mehr Disorder? Sehe ich jetzt nicht. Da ist das mit dem Panzer. Der falsche. So, in Mainz Disorder wollen wir auch nicht. So, da überschneidet sich das ein bisschen. Müsste ich hier wirklich auf der Bergkante bauen, so wie das aussieht. Ah, das mache ich sogar. So verrückt bin ich doch glatt. Um den Platz optimal auszunutzen. Ich schätze mal, dass die. Engländer noch irgendwo einen Siedler rumzustehen zu haben. Rumstehen haben. Was für ein tapferer Ritter, der sie über die Runde rettet. Great. So, das war jetzt die letzte Stadt der Engländer. Ja, genau. Sind auf jeden Fall noch nicht verschwunden. Und hier haben sie New Hastings gebaut. Im Zentrum. Mitten zwischen meinen Städten. Und der Frieden sollte sich jetzt wirklich mal anbieten. Vielleicht sollte ich mal den ersten Schritt machen. Ich lasse die Runde umgehen und versuche mal Kontakt mit den Engländern aufzunehmen. Hier das Flugzeug lade ich noch auf den Flugzeugträger, dachte ich. Wie ging das? Rebase? Ja, genau, Rebase. Okay. Ja, du kannst auch hier rüberfahren und dann die ganzen Einheiten transportieren. Die sind alle unbeschädigt. Kann ich vielleicht mal nach Dover schicken, wo auch andere Einheiten rumstehen. Das kann ich ja so zur Base machen. Das war wieder ein Fehler. Das ist sogar die Runde um. Das wollte ich jetzt auch nicht. Disorder in London. Machen sich direkt die Bibliotheken bemerkbar. Hydroplant ist fertig. Kann ich noch eine Coalplant dazu bauen?
Hydro Plant heißt es natürlich. Vladivostok ist auch Disorder. Und in Rostov. Und in Grozny, also ganz schön viele Städte. Aber wir kriegen jetzt auch Ecology und können direkt mal ein Transitsystem bauen, also eine U-Bahn und ein Solarkraftwerk. Die U-Bahn senkt unsere Verschmutzung. Das ist auch eine echt gute Sache. Ja, jetzt muss ich hier noch die ganzen Fehler ausbügeln, dass mir die ganzen Städte hier anfangen zu rebellieren. Das ist alles nicht im Sinne des Erfinders. Sind noch so ein paar Städte, wo ich Hurry klicken kann, die ich jetzt gerade neu erobert habe. Sehr schön, sehr schön. Es geht auf jeden Fall voran. So zeigt sich das. Wieder eine futuristische Melodie im Hintergrund. Auch York. So, die anderen Orte, die können mit Universitäten können sie sich ruhig noch Zeit lassen. Das ist jetzt nicht das große Problem. Aber hier waren auch noch mehr Orte, wo es Unruhen gab. Hier, ne, Rostov hatte ich schon. Diesen Ort hatte ich schon. Dann vielleicht auf den Inseln oder hier im neuen, in der neuen Welt. Nee, sieht nicht mehr danach aus. Okay. Irgendwo waren auch noch. Ah, hier, Vladivostok habe ich noch vergessen. So. Irgendwo waren hier noch Barbaren. Ganz schreckliche, furchtbare Barbaren. Genau hier. Die sollen nicht wieder meine Bewässerungsanlagen zerstören. Daher zerstöre ich sie lieber vorher. Und die Engländer waren hier noch irgendwo. Die sind doch hier irgendwo in mein Landgebiet reingelatscht. Hier. Dann werde ich sie gleich mal kontaktieren. okay, die Engländer sind echt, echt krass drauf. Ich will euer Gold. Und sie nehmen es an. Es ist, unglaublich, aber wir haben tatsächlich Frieden geschlossen mit den Engländern. Ja, schön. Kein Krieg mehr. Und die Engländer haben sich in eine Stadt gerettet, um zu überleben. Ja, schön. Das ist doch
ein schöner Abschluss für dieses Let's Play. Frieden mit England. Hier baue ich noch eine Stadt und nenne sie... Ja, wie nenne ich sie denn? Eberswalde. Genau. Sehr gut. Und ihr baut natürlich als erstes ein Courthouse. Wie ihr das so gewohnt seid... Ja, dann danke ich euch mal wieder, dass ihr zugesehen habt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Folge 32 dürfte das dann sein. Und ich hoffe, die Aufnahme ist gelungen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.